Hallo Freunde, wir haben heute Freitag und zwar haben wir am Wochenende unser erstes Doppelturnier. Wir sind morgen in Köln-Delbrück bei einer A-Dressur und voraussichtlich am Sonntag in Kärnten. Und sonst haben wir immer einmal Reitstunde, dann am nächsten Tag Prüfung, aber da wir ja zweimal Prüfung haben an zwei Tagen, finde ich das sonst zu anstrengend. Deswegen hat Franjo heute frei und geht nur ein bisschen locker in der Lounge. Wir haben ihn gerade von der Wiese geholt und let's go! I've got a fire for a heart. I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I've got a river for a soul, and baby you're a boat, and baby you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. My child of a man who can never be his best. And if I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone. Now all my life, I sit by me. Wir gehen jetzt mit kleinen Franjo wahrscheinlich in die Halle, weil es einfach draußen super, super staubt und das einfach blöd für die Lungen ist. Und deswegen gehen wir in die kleine Halle. Wir drehen gerade einen Film. Der wilde Franjo. Nein, Oscar. Also, du weißt, ne? Den Film. Nee, der heißt anders. Alter. Stimmt, Ostwind heißt der Film doch. Ah ja. Ostwind 3. So, wir waren gerade in der Nase und Franjo hat auch ganz schön viel Gas gegeben. Aber wir gehen jetzt schön draußen Schritt und dafür ist auch die Fliegenmütze, weil er das total nicht leiden kann, wenn da Fliegen sind. Dann haben wir die schnell geholt und gehen jetzt draußen Schritt. Franjo! Das müssen wir einmal zeigen. Die Beine gewaschen und den Schweif, auch wenn man das nicht sieht. Aber wir sind ready. So Freunde, ich habe Franjo jetzt fertig gemacht soweit. Die Sachen muss ich leider morgen früh alle packen, weil ich noch ins Theater fahre. Ist etwas hektisch geworden und Franjo ist ein bisschen genervt. Und wir nehmen gerade mit dem Handy auf, weil unsere Kamera nicht mehr aufnimmt. Aber ich bin gespannt, was morgen so bringt. Wir versuchen dann morgen einen schönen Tag zu haben. Ich war Bibi. So Freunde, der Tag ist noch nicht vorbei. Wir haben nämlich jetzt ganz spät. Und es war kurz noch 12. Und dann ist mir aufgefallen, so, damn, du hast vor deiner Reitlehrerin gesagt, du bist die Aufgabe schon mal mit Franjo geritten auf dem Turnier. Bist du aber gar nicht. Also, nicht, dass ich sie bewusst anlügen würde, sondern ich dachte tatsächlich, ich wäre die Aufgabe schon geritten, weil wir ja jetzt einige A-Dressuren geritten sind. Die A2 bin ich aber noch nicht geritten, sondern die Aufgabe vom Sonntag, die A4. Und deswegen ziehe ich mir jetzt fast quasi 12:30 die Aufgabe rein und versuche die noch ein bisschen zu lernen. Also wenn es morgen nicht klappt, dann ist lag an mir. Jetzt habe ich schon mal eine Ausrede und ich gehe jetzt aber auch bald schlafen, weil um 6.30 Uhr geht es ja schon wieder los. Auf jeden Fall hoffe ich, dass uns morgen ein cooles Turnier erwartet, das Wetter halbwegs mitspielt und ja, wir einfach
gute Laune haben. Bis dann, ihr Lieben.